Star Wars, der Krieg der Sterne, das ist eine eigene Welt. In dem Fall sagt man vielleicht besser eine eigene Galaxie. Erst im vergangenen Jahr, als der neue Film in die Kinos kam, da hat sich noch mal gezeigt, dieser Stoff begeistert die Massen, Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Populärer Stoff, den man aber ja auch mal wissenschaftlich angehen kann. So wie heute in der Kinderuni in Zweibrücken. Nicht ganz bierernst, versteht sich. Mehr von Stefan Ebmeier. In einem weit, weit entfernten Hörsaal. Han Solo, Sturmtruppler, Droiden. Star Wars im Hörsaal bei der Kinderuni an der Hochschule Zweibrücken. Ich bin als Rey von Star Wars 7, das Erwachen der Macht, verkleidet. Und was gefällt dir an der? An der gefällt mir, dass die gut kämpfen kann, dass die gut mit Droiden umkommt. Ja, und das, ja, eigentlich gefällt mir alles an der. Das Wilder. Kylo. Den findest du gut? Ja. Warum? Weil der so ein dreizackiges Lichtschwert hat. Und mir gefällt eigentlich, nämlich sie sind hart bewaffnet und daher kann man ihnen nicht viel wehtun. Kinder sind begeistert von Star Wars, viele Erwachsene auch. Hubert Zitt zum Beispiel. Der Wissenschaftler erklärt den Kindern, dass viel Technik aus dem Star Wars-Universum mittlerweile Realität geworden ist. Obwohl sich George Lucas diese Welt vor 40 Jahren ausgedacht hat. Zum Beispiel der Ionenantrieb für die Raumschiffe, wie die sogenannten TIE-Jäger. Die Mühle ist doch nur Schrott! Steht für Twin Ion Engine und dieser Ionenantrieb, der ist tatsächlich Realität geworden. Die erste Sonde, die mit diesem Ionenantrieb geflogen ist, damals zum Mond, war Smart 1, die hatte einen solchen Ionenantrieb. Auch Droiden sind ein Teil des Star Wars Universums. Intelligent, niedlich, mit menschlichen Zügen. Das Illenium-System? Ja, das Illenium-System, das ist es. Flieg uns so schnell dahin, wie du kannst. Wir bringen euch zum Panima Raumhafen. Solche Roboter können in naher Zukunft alltäglich werden, wie dieser zum Beispiel. Auf eines werden die Star Wars-Fans jedoch vergeblich warten müssen: das legendäre Lichtschwert. Wir brauchen jede Menge Energie für ein Lichtschwert. Und diese Energie in einem solchen kleinen Griff zu speichern, das halte ich für problematisch. Aber vielleicht, Stichwort Nanobatterien, sind wir in ein paar Jahrzehnten so weit. Ein bisschen Science-Fiction bleibt nach der Kinderuni. Möge die Macht mit ihnen sein.